Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories. Genau, Police Stories. Ich war gerade beim anderen Spiel. Einsatzbesprechung. Die gute Nachricht ist, dass Stanis Nevsky die Sache überlebt hat und gerade ins Morgan Medical Center gebracht wird. Die schlechte Nachricht ist, dass alles, was er über die Bombe in den Primrose Movie Studios erzählt hat, tatsächlich stimmen könnte. Im Studiokomplex wurden Bewaffnete gesichtet, die einen Film drehen, scheint nicht zu sein, was? Also nichts wie hin mit euch und findet heraus, was da gespielt wird. So, wir haben 4 Zivilisten, 9 Gangster, ich glaube, die werden mehr. Und ey, oh, au! Oh, Bombe entschärfen. Achtung, Bombe. Okay. Haben wir jetzt ein Entschärfungstool? Nein, wir haben ein Endoskop. Das nehme ich. Gib mir das Endoskop. Ich nehme auch, das nicht. Scheiß auf die Blendgranate. So, du nimmst jetzt Blend, Dietrich. Und, Pfefferspray hilft dir, sachliche Hinweise zu bekommen, ohne... Ich nehme mal Pfefferspray mit. Vielleicht, wenn jemand mal den Rücken zu uns dreht, kann ich ihn auf jeden Fall mit dem Pfefferspray hinschicken. Ansonsten eher weniger. Die Leute sind bewaffnet, schießen. Ja, starten wir mal. Okay. Ich habe den Laden ausgekundschaftet. Und hier läuft definitiv was. Das Studio ist geschlossen. Aber die haben überall Typ mit Ballermänner postiert. Und die sehen mir nicht nach Security aus. Also, wie lautet dein Plan? Ganz einfach. Wir überrumpeln die. Wir gehen da rein, säubern das Ariel. Areal! Und suchen die Bombe und hauen ab. Wie komme ich jetzt von Areal auf Ariel? Oh! Hört sich gut an. Dann lass uns nicht noch mehr Zeit verlieren. Aha. Okay, die Aktion war gerade so leise. Oh. Scheiße, es geht auf Zeit. Die Bombe. Du hast 4 Minuten, um eine Bombe zu finden. Bei jedem Versuch ist sie an einer anderen Stelle. Wow, wow, wow. Verhöre Kriminelle, um den Code herauszufinden. Entweder per Nahkampfangriff oder Pfefferspray. Du kannst auch das Risiko eingehen und zu versuchen, ach du Kacke, die Bombe selbst zu entschärfen. Indem du den richtigen Draht durchtrennst. Ja, das klingt ja sehr gut. Ja, mich bei diesem Spiel noch unter Stress setzen. Das ist genau das, was ich brauche. Können die laufen? Oh ja, die können laufen. Stahltüren. Stahltüren sind abgeschlossen und lassen sich weder durch Schusswaffengebrauch oder Nahkampfabgriffe öffnen. Setze technische Ausrüstung ein. Okay, okay, okay. Unsichtbare Wand. Lockpick the door. Affirmative. Get down now! Get down! Oh! Das war ein Lockvogel. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, die ändern das. Das ist wirklich gut. Jetzt ist die Falle auch gar nicht mehr hier.
Aber jetzt weiß ich, dass es da sowas gibt. Fuck, er hat mich gleich erwischt. Bombe. Fuck, ich wollte ihn gerade hinschicken zum Pfefferspray in die Fresse sprühen. Mann. Get down now. Get down. Get down now. Get down now. Suspect down. Over. Just a lockpick. Copy that. Also wenn so ein Kabel quer durchliegt, ist gefährlich. Go. Affirmative. Ah, mach doch mal. Get down now. Hast du jetzt die Tür? Willst du mich verarschen? Lockpick the door. Affirmative. Heads up! Heads up! Get down! Mann! Ich wollte doch jemand mal in die Fresse sprayen. Get down now! Get down! Ich hab ihn nicht getroffen, nein. Ach, das ist. Wir waren so gut. Wir hatten einen Flow. Letzte Folge. Get down now! Warum jetzt nicht mehr? Er hat die Tür geöffnet. Use pepper spray on him. Copy that. 40-30, danke. Zip him up. Affirmative. Fall in on me. Bleib mein Buddy. Hands up! Oh, okay, hab ich. Stand down. Fall in and stay close. Get down! Secure the target. Roger that. War nochmal Pfefferspray. War es 40-30 oder 30-40? Scheiße. Ich glaube, es war 40-30, oder? Ich war mir nicht mehr sicher. Nice. Bombe entschärft. Aber wir sind noch nicht fertig hier. Ah, Sprengfalle. Wie kann ich die... Okay, so geht's nicht. Nee. Dann gehen wir da halt nicht lang. Alter. Unerlaubte Gewalt? Der Typ kam mit einer Waffe auf mich zugelaufen. Und ich habe leider Semi genommen. Nimm mal Auto. Kann ich hier vielleicht was machen? Get down now. Oh, scheiß viele Klos. Scheiß große viele Räume. Ich hasse große Räume. Oh, oh. Ach. Ah. Scheiße. Handschellen. Roger that. Pfefferspray. Use pepper spray on. Roger. Okay, muss man mal Feuer machen. Fall in on me. On the ground now. Unlocking the door now. Roger that. Ah, mir juckt das Ohr. Fall in and stay close. Get down. Eine Waffe gehabt. Whoa, 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 whoa. Ich heile mich mal ganz kurz. So, haben wir gemacht. Go. Roger that. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Nur einer, keine Bombe. Okay. Finde ich gut.
Oh, doch eine Bombe. Pfefferspray ins Gesicht. Los, los, los. Roger. Er sagt ja nix. Secure the target. Affirmative. Regroup. Okay, wir haben noch ein, zwei Minuten. Oh, zurück in die Zukunft. Cool. Get over there. Affirmative. Suspect spotted. Okay, Pfefferspray in die Fresse. Use Pfefferspray on it. Roger. 74, 77, okay. Und mal Handschellen. Zip him up. Affirmative. Fall in on me. 74, 77. Gut, soweit so gut. Stand down. Puh, nee, komm mit. Ist halt ein großes, jetzt können wir uns Zeit lassen. Jetzt nichts überhasten hier. Das war Ego-Shooter-Finger. Handschell dran machen. Alter Schwede. Das war ein Ego-Shooter-Finger. Hier vor. Okay. Geh mal da rein. Aber nicht von da! Fuck. Ich dachte, er geht außen. Ich dachte, er geht außen rum. Ja, so habe ich es jetzt nicht geplant gehabt. Ich hätte ihn wohl erst da hinklicken sollen. Und dann erst... Ich wollte, dass er hier reingeht und ich von unten komme und den kürzeren Weg habe. Naja, komm jetzt. Mein Kumpel kann ja ruhig sterben. Oh, könnte die auf dem Parkplatz auch sein? Wow! Den habe ich nicht gesehen. Der sah aus wie Blumen. Ah! Oh nein, ey. Aber wir sind im Flow. Langsam wieder. Okay. Die Tür ist doch bestimmt verschlossen. Ich will mal ran da. Pfefferspray. Okay, da weiß nie was. Handschellen. Fall in and stay close. Okay, okay. Suspect spotted. Okay, der mag Pfefferspray. Use Pfefferspray on. Sprühe mal in die Fresse. 23,99. Das muss ich mir mal merken, weil wir haben die Bombe noch nicht. 23,99. Achso, Handschellen nicht vergessen, ne? Secure the target. Roger. Ah, hier waren sie ja wieder, ey. Hands up! Spray him. Affirmative. Zip him up. Roger. Puh. Fall in on me. Opening the door. Copy that. On the ground now. Oh! Ich habe ihn durch die Tür erschossen. Fall in and stay close. Das war ja Hardcore. Oh, warte mal. Okay, das war doppelt Hardcore. Ich will nur mal ganz kurz mal hier die Waffe nehmen und mich heilen.
alleine? Hätte sein können, dass hier auch die Bombe ist. Okay, da waren wir auch. Er ist aufs Klo gelaufen und da laufen wir nicht hin. Gut. Geh mal durch, da, du schaffst es schon. Ist doch einer bestimmt. Okay, du machst Handschell. Ich mach Bombe. Und es war die 2399, oder? Gut, haben wir auch. Wie kriegen wir jetzt den da von der Bombe weg? Oh, entschärfen. Geh mal entschärfen. Okay, ein großer Raum. Get over there. Roger. Woo! Get that. Roger. Fall in on me. So, wir sollten ja keine Schießerei machen, ne? Sollte ja alles ruhig sein. So, Klo, öffnen. Opening the door. Roger that. Festnehmen. Zip him up. Affirmative. Wiederkommen. Fall in and stay close. Tür öffnen. Opening the door. Tür aufschließen. Lockpick the door. Roger that. Tür öffnen, ich mach's nicht. Opening the door. Affirmative. Get down now. Das war, glaube ich, das letzte. Nein, war's nicht. Regroup on me. Wo geht's denn noch weiter? Also Bombe haben wir ja entschärft, aber haben wir irgendwas übersehen? Oder muss ich da auf dem Hof? Zurück in die Zukunft haben wir vergessen. Einer direkt vor uns. Okay. Ich möchte kein Risiko eingehen. Jetzt hat er die Flash, ne? Ich habe keine Flashbang. Scheiße. Ich weiß nicht, ob er das reilt, wenn ich sage. Throw Flashbang. Genau das habe ich erwartet. Okay, er kriegt nie wieder eine Flashbang. Nie wieder. Reingehen. Roger. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Set von Zurück in die Zukunft. Aber warte mal, wir waren noch in den 90ern, oder? Haben das Set wahrscheinlich nie abgebaut. Gut. Hammer. Mission complete. Und die schlechteste Note ever. Egal. Geschafft ist geschafft. Ich denke, das war's. Wir haben es geschafft. Nicht schlecht. Für deinen ersten Tag, was? Ja, das kannst du laut sagen. Ist das mit dir immer so? So langsam kann ich verstehen, warum dein letzter Partner deinen Dienst quittiert hat. Sehr witzig, John. Und ja. Ja, das war immer so. Und jetzt komm. Wir ruhen uns ein wenig aus. Hey, John. Ja? Gute Arbeit heute Nacht. Wir haben eine Menge Leute das Leben gerettet. Ich glaube kaum, dass ich das alles allein geschafft hätte. Soll das eine Anmache werden, Rick? Leck. Läuft. Ja, das Video. Wir können ja mal kurz hier bei Verräter reingucken. Ah, ist noch viel. Haben wir noch gut zu tun.
Ach fuck, ist noch gesperrt. Warum ist das noch gesperrt? Zu wenig Punkte oder zu schlecht abgeschnitten? Ich raff das manchmal nicht. Die letzten gingen noch super. Oh. Ja, dann sorry, dann werde ich das folgendermaßen machen. Ich werde das hier nochmal spielen. Und es ist halt ein kürzeres Video. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn es weitergeht, kommt auch wieder ein Video raus, quasi, wenn ich hier weiterkomme. Also, liken, kommentieren. Nicht vergessen, mir auf Twitter folgen. Und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.